Hallo und herzlich willkommen. Funktioniert mein Mikro gerade? Ja, nein, jein. So, hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Vorlesung. Das hört sich für mich nicht an, als würde das Mikro funktionieren, ne? Nein? Okay. Dann muss ich mal wieder jemand losschicken. Irgendjemand, Armen in der ersten Reihe, wären Sie so nett. Wenn Sie mal kurz in dem Glaskasten fragen, ob die. Moment. Das klingt jetzt fast so, als wäre das ein Mikro. Nein, für mich? Dann klingt es nur für mich? Okay. Wenn Sie so nett wären, würden Sie kurz in den Glaskasten gehen. Gerne auch so ein Handmikro, es geht auch, ne? Vielen Dank schon mal. Ja, Sie sehen, wir lernen aus unseren Fehlern, ne, in der letzten Woche. Also das hier funktioniert definitiv nicht. Ich muss da mal richtig reinreden. Okay. Also einige Worte zur Klausur. Ja. Und ich sage jetzt nur einige Worte. Ich habe nämlich keine Folie dafür vorbereitet. Ich werde Ihnen auf ein paar Folien in der ersten Sitzung im nächsten Jahr ein bisschen mehr vorstellen darüber, wie die Vorlesung, wie die Klausur strukturiert ist, was für Fragetypen drankommen und so weiter. Weil wir uns im Moment gerade noch Gedanken machen darüber, wie die Klausur strukturiert ist. Also sprich, ich weiß selber noch nicht ganz genau, wie die Klausur aussieht. Sie können aber mal davon ausgehen, dass die Einzelteile, die es früher gab, die also etabliert sind, also es wird irgendwie einen Multiple-Choice-Teil geben und es wird irgendwie einen Teil mit einer Essay-Frage oder vielleicht auch zwei kleinen Essays oder sowas geben, ja, wo Sie einen Freitext, wo Sie einen Fließtext schreiben müssen. Das wird gleich bleiben. Aber wie gesagt, ich erzähle Ihnen da mehr drüber, wenn wir dann die erste Sitzung, das ist glaube ich der 9.1., ne, da werde ich ein paar Folien auflegen, mit Ihnen zusammen auch mal eine Essay-Frage anschauen und Ihnen ein bisschen erklären, was wir so erwarten und was Sie so schreiben müssen, um die gute Antwort zu kriegen. Ja? Bis dahin ist es auf alle Fälle keine schlechte Idee, wenn Sie natürlich die Vorlesungsfolien über die Weihnachtstage sich schon mal ein bisschen angucken oder wenn Sie mal ins Lehrbuch schauen oder wenn Sie das Lehrbuch kaufen, wenn Sie es noch nicht haben. Also wie gesagt, zu all dem gibt es dann Anfang Januar mehr Informationen. Gut, jetzt heute haben wir eine hoffentlich interessante Sitzung, deswegen, ich merke, es ist schon ein bisschen Vorweihnachtsstimmung, da leert sich immer der Saal, ja, aber die Leute, die heute nicht da sind, die verpassen leider was, weil wir heute zum ersten Mal nicht eine Theorie besprechen. Yay! Also sprich, zum ersten Mal sind wir jetzt, haben wir jetzt eine Sitzung, wo es nicht um eine Geschichte darum, wie die Welt funktioniert, geht, sondern wir gucken uns ein Sachgebiet an und überlegen uns dann, was die Theorien darüber denken. Bevor wir in das Sachgebiet einsteigen, wollte ich jetzt nur noch mal kurz in ganz wenigen Sätzen jeweils die Theorien zusammenfassen, dass Sie noch mal eine gedankliche Hilfe haben, wenn Sie jetzt heute zuhören, auf was Sie so achten können oder was Sie so in Ihrem eigenen Kopf für Erklärungen abspielen können. Wir haben angefangen mit Neorealismus, ja, wo es um Anarchie geht, wo Staaten um Sicherheit konkurrieren und deswegen auch um Macht. Wir haben da eine Situation gehabt, wo es oft Konflikte gibt, weil Staaten sich nicht trauen können und grundsätzlich unsicher sind. Und wenn wir erklären wollen, warum Staaten auf eine bestimmte Art und Weise handeln, dann ist das vor allem abhängig von der Polarität des Systems. Sie erinnern sich, das System konnte unipolar sein, bipolar oder multipolar. Dann hatten wir den Institutionalismus, der gesagt hat, ja, halt, halt, lieber Neorealismus, so schnell geht das nicht. Es gibt ja nicht immer Konflikt, sondern Staaten kooperieren schon manchmal. Nur wann dieses manchmal ist, das hängt sehr von der Situation ab. Und Sie erinnern sich noch, dass wir mit Spieltheorie versucht haben, herauszufinden, welche Situationen tendenziell Akteure zur Kooperation bewegen können oder welche vielleicht auch nicht. Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass Gefangene-Dilemma-Situationen schwierig sind für Akteure, das zu bewältigen. Ja, also wenn man sich gerne vertrauen würde, aber man will halt auch nicht reingelegt werden, dann kommt man in solche Dilemma-Situationen, aus denen man schwer rauskommt.
Dann hatten wir den Liberalismus, der jetzt als erste Theorie im Gegensatz zu den vorigen die Blackbox des Staats mal geöffnet hat und gesagt hat, Moment mal, wenn wir Staaten verstehen wollen, müssen wir vielleicht mal ein bisschen detaillierter in die Staaten reinschauen und uns Gedanken darüber machen, welche Interessengruppen hier einflussreich sind und was die für Präferenzen haben über staatliches Handeln. Der Marxismus hat ein bisschen in so eine ähnliche Richtung gestoßen, als bei ihm ursprünglich mal auch innerstaatliche Gruppen und innerstaatliche Machtverteilungen wichtiger sind eigentlich als irgendwas, was wir normalerweise so als Außenpolitik denken. Das Besondere am Marxismus war ja aber, dass er die Welt sehr ökonomisch wahrnimmt und dass die ökonomischen Machtverhältnisse und daraus resultierende Ungleichheit und Ungleichverteilungen eigentlich determinierend sind dafür, wie Staaten und Gruppen miteinander interagieren. Und dann hatten wir zuletzt, letzte Woche, den Konstruktivismus, ja, der als erste Theorie die Welt tatsächlich so ein bisschen als sozialen Raum aufgefasst hat und nicht mehr so als Arena von primär rational ökonomisch motivierten Akteuren. Und Sie erinnern sich noch, die Idee dahinter war eben so ein bisschen, naja, wir alle als Individuen sind ja keine 100% ökonomisch, materiell, rational determinierten Akteure, ne? Vieles von dem, was wir tun, ist nicht jetzt unbedingt rational oder nicht unbedingt ökonomisch materiell determiniert, dann ist die echte Welt natürlich auch so und die Welt der Staaten ist genauso eine soziale Welt wie die der Individuen. Und in der Theorie spielten Identitäten und Normen, also Verhaltensregeln, so eine Art ungeschriebene Verhaltensregeln, spielten da eine große Rolle. Also man macht irgendwas, weil sich's halt so gehört, ja? Weil das angemessen ist und nicht unbedingt, weil es einem den besten ökonomischen Output liefert. Gut, also behalten sich diese fünf Theorien so ein bisschen im Kopf, wenn wir jetzt über die nächsten paar Wochen einige der großen Sachgebiete von internationalen Beziehungen durchspielen. Heute fangen wir an, ganz konkret mit dem Bereich internationaler Sicherheit. Und weil Sicherheit logischerweise ein sehr großer Bereich ist, konzentrieren wir uns auf den Bereich nukleare Nichtverbreitung, beziehungsweise allgemein die Existenz, die Bedrohung und vielleicht auch die Chancen durch Nukleartechnologie und was für Auswirkungen die haben auf internationale Beziehungen. Die Vorlesung heute ist ein bisschen zweigeteilt strukturiert. Ich werde in dem ersten Teil, Sie haben es schon gemerkt, meine Vorlesungen sind immer so zu 30% irgendwie Sachen, die der Herr Theiner interessant findet, und zu den anderen 70% hoffentlich irgendwie ordentliche, gute Theorie und Empiriearbeit. Das heißt, wir fangen ein bisschen an mit Grundlagen, damit wir überhaupt mal verstehen, was dieses Problem ist, woher es kommt. Das ist eher deskriptiv. Und dann im zweiten Teil, so etwa ab dem Punkt 6, machen wir uns dann ein bisschen mehr Gedanken darüber, was denn jetzt die Theorien der IB tatsächlich aussagen über diesen Sachbereich und ob sie uns helfen zu verstehen, was hier das Problem ist und wie man das Problem vielleicht lösen kann. Das heißt, wir werden ein bisschen über Geschichte und Funktionen von Nuklearwaffen lernen. Wir werden was über Nichtverbreitungspolitik lernen. Wir werden uns Gedanken machen, was gibt es denn für Regelungsansätze auf internationaler Ebene, um mit diesem Problem umzugehen. Und wir werden die Theorien so ein bisschen durchspielen und uns überlegen, was sind hier, wie können wir diese Muster, die wir da sehen, in der Nichtverbreitung und in denen, die Nichtverbreitung unterstützen und denen, die es nicht tun, wie können wir die erklären? Kernenergie ist deswegen so ein interessantes Feld, weil Kernenergie ein grundlegendes Dilemma beinhaltet, nämlich ein sogenanntes Dual-Use-Dilemma. Kernenergie ist eine Technologie erstmal und diese Technologie beinhaltet sowohl natürlich sehr große Entwicklungschancen, zumindest sehen das viele Länder so. Sie sehen hier links das Logo der indischen Atomenergiebehörde, also die föderale Behörde, die steuert, wie Indiens Atomprogramm aussieht, also das zivile Atomprogramm hier. Und eine ganze Menge Länder, vor allem natürlich hochentwickelte Länder, aber auch Entwicklungsländer, die den Schritt nach oben machen wollen, sehen Kernenergie als einen mehr oder weniger unverzichtbaren Teil ihrer Entwicklungsstrategie. Egal, ob man das jetzt befürwortet oder nicht, ja, wir in Deutschland lehnen das in der Mehrheit ab. Irgendwie Kernenergie als so elementären Teil von der Entwicklung eines Staates zu sehen. Aber man könnte sich ja mal überlegen, ob man es tatsächlich besser findet, wenn China statt 5 Kernkraftwerken eben 15 Kohlekraftwerke hinstellt, ne? Zumindest China sieht das nicht so ganz deutlich, wie wir das vielleicht in Deutschland sehen würden, ja? Und das Gleiche gilt natürlich für andere sich entwickelnde Länder. Das Dual-Use-Dilemma, ja, also das Dilemma des zweifachen Nutzens, liegt darin, dass sie eine Technologie wie Kernenergie natürlich friedfertig einsetzen können, aber sie können das Ganze auch zu einer Waffe machen. Oder sie können das Ganze auch militärisch einsetzen. Es gibt eine ganze Menge anderer Technologien, die auch
Dual-Use sind. Zum Beispiel Raketen. Raketen sind super friedfertig, wenn sie einfach einen neuen meteorologischen Satelliten hochschießen, ne? Haben sie eine bessere Wettervorhersage. Super. Raketen sind nicht so friedfertig, wenn sie die benutzen, um irgendwie Atomsprengköpfe über Kontinente hinweg zu befördern. Ja? Oder das GPS, was ihnen in ihrem Telefon ermöglicht, in der Stadt hier die Kneipen zu finden, ist auch das gleiche GPS natürlich, was, oder nicht exakt das gleiche GPS, aber es ist die gleiche Technologie, die es erlaubt, zum Beispiel Drohnenangriffe fliegen zu lassen. Ne? Also es ist das gleiche Stück Technologie, kann friedfertig oder militärisch genutzt werden. Und das Problem bei Dual-Use-Technologien ist, sie können das eine nicht wirklich haben, ohne dass das andere dadurch auch ermöglicht wird. Sie können als Land nicht Raketen erforschen und sagen, diese Rakete ist so gebaut, dass sie nur friedlich sein kann, sondern sie kann immer auch militärisch eingesetzt werden. Die Federation of American Scientists ist eine Wissenschaftlergruppe, die jedes Jahr zusammenstellt, wie aktuell die Verteilung der Atomwaffen über die Welt ist, ja, wie viel es gibt und wer die hat. Wir haben nach aktuellem Stand etwa 15.000 Nuklearwaffen auf der Welt gesamt. Ja, das ist jetzt nicht nach Größe nochmal aufgeteilt. Also es ist, glauben Sie mir, das ist nicht nur 15.000 Mal Hiroshima oder so, sondern es ist ein bisschen mehr. Die Atomwaffen sind stärker geworden in den letzten Jahren. Sie haben auf der Karte einmal markiert, die de facto Atommächte, also die Staaten, also in hellblau, das sind die klassischen Atommächte, die Nuklearwaffen besitzen. Und das sind hier natürlich die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China. Sie merken, die haben alle ein weiteres Faktum gemeinsam. Das sind alles die permanenten Mitglieder des Sicherheitsrats. Dann haben Sie einige, und keine Angst, ich erkläre gleich, warum Deutschland dunkelblau ist hier. Dann haben Sie hier einige weitere Länder, die auch alle Atomprogramme, also angekündigte, öffentlich gemachte Atomprogramme haben, die sie mit Atomwaffen abgeschlossen haben. Das sind aktuell hier Pakistan, Indien und Nordkorea. Die dunkelblauen Staaten, das sind Staaten, die haben selber kein Atomprogramm, aber da sind Atomwaffen stationiert. Wenn Sie zum Beispiel mal zur nächsten Atomwaffe auf deutschem Boden fahren wollten, ja, dann müssen Sie sich ins Auto setzen und so ungefähr 3 Stunden oder so nach Westen fahren und dann wären Sie südlich von Bonn. Da steht ein amerikanisches Fliegergeschwader rum und da stehen so zwischen 20 und 80 Atomraketen, die man unter Flugzeuge, unter Tornados hängen kann. Ja? Die sind in Deutschland im Rahmen der NATO stationiert. Das heißt, es sind amerikanische Waffen, die stehen auf deutschem Boden. Und wenn sie das besser schlafen lässt, ja, damit die losgeschickt werden, müssen nicht nur die Amerikaner einen Schlüssel drehen, sondern die deutsche Seite auch noch. Ja? Also wir werden immerhin gefragt, bevor Atomwaffen von unserem Land hochgejagt werden. Das Gleiche gilt für einige andere NATO-Länder. Ne? Sie haben in Belgien, die Niederlande, Italien und auch in der Türkei sind einige Atomsprengköpfe stationiert. Aber wiederum, ne, das sind jetzt nicht Länder, die selber ein Atomprogramm haben oder selber Nuklearwaffen haben, sondern da hat sich ein anderes Land, in allen diesen Fällen, die USA, haben sich bereit erklärt, gnädigerweise mit diesen Ländern ihre Atomwaffen zu teilen. Ja? Und dann haben wir ein weiteres Land, das werden Sie jetzt hier kaum sehen. Ja? Das ist hier in gelb markiert. Das ist Israel. Israel hat nach übereinstimmender Auffassung praktisch aller Experten ein Atomprogramm und hat auch Atomwaffen rumstehen. So ungefähr seit den, man glaubt, so ungefähr seit den späten 60er und frühen 70er Jahren, ja? Also schon eine ganze Weile. Aber immer, wenn man Israel danach fragt, hey, habt ihr eigentlich ein Atomprogramm? Dann sagen die Israelis, also vielleicht. Vielleicht, ja. Also die israelische Regierung ist bewusst ambig, wenn es darum geht, ob sie Atomwaffen haben oder nicht. Die Welt ist sich ziemlich sicher, dass sie die haben, aber es ist nie offiziell bestätigt worden. Ja? Und ich erkläre Ihnen nachher nochmal kurz auf einer der nächsten Folien, irgendwann kommt Israel auch nochmal vor, als interessanter Punkt. Dann das Letzte, was Sie auf dieser Karte vielleicht sich noch gefragt haben, ist, was sind denn diese dunkelgrünen Staaten? Kann sich jemand erklären, was sind die dunkelgrünen Staaten? Ja? Sehr richtig. Alle dunkelgrünen Staaten sind Länder, die hatten mal Atomprogramme und auch Nuklearwaffen und alle diese Länder haben sie abgebaut. Die bei den früheren Sowjetstaaten werden sich nicht wirklich fragen. Ne? Das sind Weißrussland, die Ukraine und Kasachstan hier in der Mitte. Ne? Übrigens, ne? Eine Sache, die ich immer vergesse, ist, wie zur Hölle ist Kasachstan so groß? Ja? Anyway, also, da war's.
Also in allen diesen ehemaligen Sowjetrepubliken waren, als es die Sowjetunion noch gab, Nuklearwaffen stationiert. Als die Sowjetunion auseinanderbrach, blieben die da. Aber all diese Länder beschlossen dann nach Ende der Sowjetunion, ihre Arsenale freiwillig abzubauen. Das hier mag Sie vielleicht ein bisschen überraschen. Südafrika hatte mal eine Weile während der Apartheid ein Atomprogramm. Es fühlte sich sehr bedroht von seinen Nachbarn und von anderen Staaten, unter anderem von Russland, das mal die Idee hatte, kubanische Soldaten nach Südafrika zu schicken und dort die Regierung zu stürzen. Also da gab es einige Bedrohungsszenarien, die man vielleicht zum Anlass hätte nehmen können, ein Nuklearprogramm zu haben. Südafrika hat das allerdings nach Ende der Apartheid gekippt, das Programm. Also Südafrika hat heutzutage keine Atomwaffen mehr und kein atomares Waffenprogramm. Wenn wir uns mal die Verteilung über Zeit anschauen, dann sehen Sie, ne, also die üblichen Verdächtigen natürlich, die zwei Staaten, die hier die meisten Atomwaffen besitzen auf der Welt, sind logischerweise heute Russland, damals die Sowjetunion und die USA. Sie sehen auch, diesen Rüstungswettlauf, den es gab während des Kalten Krieges, ne, der war nicht ganz parallel. Also die Amerikaner waren logischerweise die Ersten, die Atomwaffen hatten und haben ein ganz ordentliches Arsenal aufgebaut, als die Sowjetunion hier noch ziemlich am Boden krebste. Und irgendwann in den frühen 80er Jahren überholte Russland dann mal in seinen nuklearen Arsenalen die USA. Und am Ende des Kalten Krieges, das ist hier die gestrichelte Linie, ne, hatten wir hier ungefähr, wie viel sind es? Ungefähr 60.000 Atomsprengköpfe und heute wird davon ausgegangen, dass wir gesamt auf der Welt etwa 20.000 haben. Also wir haben in den letzten 25 Jahren etwa eine Reduktion um zwei Drittel immerhin hinbekommen. Ja? Wir sind aber immer noch, ne, bei etwa 15.000, die auf der Welt rumliegen. Und hier, was Sie hier natürlich auch noch sehen, ist der Ausschlag, also wie viel Atomsprengköpfe für Russland mal hatte beim Höhepunkt seiner Arsenale, ist ziemlich nah dran am Zusammenbruch der Sowjetunion. Ne? Also nicht irgendwie 15 Jahre davor, sondern irgendwie 3 Jahre vorher hatte das seinen Höhepunkt erreicht. Und wir haben ja schon in einer der Geschichtssitzungen mal kurz das angesprochen, dass oft wird als einer der Gründe dafür, warum die Sowjetunion unterging, angegeben, dass sie sich einfach totgerüstet haben. Also die Sowjetunion musste irgendwann so viel Geld ausgeben für ihre Arsenale und ihre Militär, dass für nichts anderes mehr Geld da war und das hat das System destabilisiert. Das sieht man natürlich auch schön hier dran. Und Sie sehen natürlich auch, dass rein zahlenmäßig spielen die anderen hier überhaupt keine Rolle. Sieht man auch nochmal, wenn man sich das so aufzeichnet. Da sehen Sie, also im Grunde könnten wir das hier auch ziemlich ignorieren, ne, wenn es um die reinen Zahlen ginge. Es ist klar, wenn wir atomare Arsenale abbauen wollen, bei wem wir gucken müssen. Es ist nett, wenn Frankreich nochmal 12 Atomsprengköpfe abgibt, Logo, aber die größten Einsparpotenziale haben wir logischerweise hier bei der USA und bei Russland heutzutage. Ein Fakt, den Sie da auch noch sehen, ist, Sie sehen, da ist eine Unterscheidung gemacht zwischen retired, stockpiled und deployed. Ne? Also deployed sind alle Atomsprengköpfe hier unten, die sind aktuell auf Raketen drauf, die sind entweder in U-Booten oder auf Trägersystemen oder in irgendwelchen Bunkern und die könnten jetzt losgeschickt werden. Aber das ist natürlich nicht das ganze Arsenal. Manche von diesen Sprengköpfen oder die Materialien dazu, die liegen auch einfach nur rum. Ja? Die sind so in Reserve, wenn man die mal braucht. Und manche sind auch einfach eingemottet gewissermaßen, also nicht vernichtet, aber jetzt nicht in dem Zustand, in dem man die schnell waffenfähig machen könnte. Aber selbst wenn wir alles, was nicht jetzt aktuell einsatzfähig ist, wegrechnen, kommen wir allein bei diesen beiden Mächten hier auf irgendwas über 3.700 aktuell einsetzbare Nuklearwaffen, ja, die operational sind, die man mit einem Knopfdruck starten könnte. Trotz einer Menge von diesen Atomwaffenprogrammen hatten wir auch schon sehr früh allerdings Ansätze, das zu stoppen. Und warum es die gab, da komme ich auf den nächsten paar Folien dann dazu, das ist Ihnen natürlich auch klar, und zwar wegen der verheerenden Folge Ihres Einsatzes. Aber so befasste sich zum Beispiel schon die allererste Resolution, die UN je verabschiedete, in der General Assembly, die befasste sich unter anderem mit Atomenergie, der friedlichen Nutzung davon und mit Atomwaffen. Also das ist ein Problem, was schon sehr früh erkannt wurde. Und wir haben seitdem eine ganze Menge Resolutionen und Verträge, auf die wir auch später in der Vorlesung noch eingehen, die dieses Gesamtregime des Versuchs einer Kontrolle bilden auf internationaler Ebene. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge, wir dürfen ja immer nicht vergessen, ne, hat uns der Liberalismus beigebracht, es gibt natürlich auch nichtstaatliche Akteure, die hier eine Rolle spielen in den Anstrengungen, hier dagegen zu arbeiten, gegen diese riesigen Arsenale. Hat schon mal jemand was von der Global Zero-Kampagne gehört?
Okay, so ein paar von ihnen, die ist jetzt nicht so wahnsinnig öffentlichkeitswirksam. Das liegt unter anderem daran, dass sie sich eher so ein bisschen an Entscheider wendet. Und die Idee hier bei Global Zero ist eben, dass innerhalb der nächsten Jahrzehnte, also irgendwann war das Ziel mal 2020, ich glaube mittlerweile ist es 2030, will diese Kampagne also erreichen, dass es global die Zahl der Atomwaffen auf null heruntergeht, ne? Also dass wir die atomaren Arsenale abschaffen. Deswegen Global Zero und wie Sie hier an diesem Plakat hin auch sehen, ne? Sicherheit ist nicht das gleiche wie 15.000 Atomwaffen. Da würde jetzt ein Realist natürlich sagen, verstehe die Frage nicht. Ja? Aber die Idee bei der Kampagne ist eben, global können wir als Bürger eigentlich erst dann Sicherheit haben, wenn alle Akteure gleichermaßen ihre atomaren Arsenale abschaffen. Gut, jetzt ein bisschen was zur Erklärung, weil hier ein paar ganz interessante Gestalten drin vorkommen. Und weil man das so ein bisschen verstehen muss, um die Entstehung dieser Atomprogramme richtig erfassen zu können. Also wir beginnen mal im späten 19. Jahrhundert. Ein Franzose, Henri Becquerel, hatte die Idee, dass es da Radioaktivität geben könnte. Das heißt, dass bestimmte chemische Elemente bei ihrem Zerfall nicht nur andere Teilchen abgeben, sondern dabei vielleicht auch Strahlung und Energie freisetzen. Und Sie sehen, gab es am Anfang so ein bisschen eine französische Tradition in der Erforschung dieses Zusammenhangs. Dann natürlich mit Marie und Pierre Curie, die Sie kennen, logischerweise. Marie Curie sollte man auch deswegen kennen. Das ist nicht nur für die Frauen im Hörsaal, aber auch für die Frauen, weil sie eine ganz, ganz bedeutende Figur der Wissenschaftsgeschichte war. Unter anderem war sie die erste Frau, die den Nobelpreis gewonnen hat. Sie war die erste Person überhaupt, die zwei Nobelpreise gewonnen hat, nämlich einen 1903 und einen 1911. Und sie ist bis heute die einzige Person, die in zwei unterschiedlichen Disziplinen den Nobelpreis gewonnen hat, nämlich Physik und Chemie. Also somit eine der höchst dekorierten Personen überhaupt, also Wissenschaftlerinnen der Weltgeschichte überhaupt, oder Wissenschaftler, also Mann und Frau eingeschlossen. Die beiden untersuchten da in so einem Schuppen hinter ihrem Haus das Phänomen Radioaktivität. Unter anderem hantierten sie dabei mit Uran. Die sind beide auch relativ früh gestorben, weil man am Anfang dieser Forschung logischerweise die Probleme, die mit Radioaktivität einhergingen, nicht so richtig erfasst hat. Also es gibt eine Menge Geschichten, dass die beiden halt in ihrem Labor einfach so Uranbrocken halt in den Schürzen hin und her trugen, ja, von einem Arbeitstisch zum nächsten. Und Sie können sich vorstellen, das ist nicht so furchtbar gesund. Also die beiden sind nicht alt geworden in ihrer Forschung. Die haben eben entdeckt, dass Radioaktivität etwas ist, was bei Uran ganz besonders vorkommt, dass also Uran eine ganz besonders hohe Menge an Radioaktivität abgibt, wenn man es entsprechend reizt. Dann ist mir eine ganze Weile nichts passiert, aber dann in den 30ern kam dann Leo Szilard, ein jüdischstämmiger Ungar, der einen guten Gedanken hatte. Und zwar hatte der den Gedanken, dass die frei werdende Strahlung und die frei werdenden Teilchen bei der Teilchenspaltung, das könnte dazu führen, dass da eine Kettenreaktion entsteht. Keine Angst, wir machen das nachher noch detaillierter, weil so wie ich gehe ich mal davon aus, dass die meisten von Ihnen keinen Physikleistungskurs haben. Sie sehen schon an meiner Phrase übrigens ein jüdischstämmiger Ungar, dass hier eine ganz wichtige Dynamik herrscht, nämlich in Mitteleuropa war es mal eine Zeit lang für eine ganze Menge Forscher, vor allem für jüdischstämmige Forscher, die da ziemlich prominent waren, ein bisschen zu warm, ja, im Vorlauf zum Zweiten Weltkrieg. Und die meisten von denen sind in die USA emigriert, einer der Gründe, warum die USA da so ein starkes Forschungsprogramm hatten. 1938 kamen dann Otto Hahn und Fritz Strassmann und die sind deswegen wichtig, weil Otto Hahn unter anderem hier in Göttingen geboren ist. Wer von Ihnen noch geboren, Blödsinn, ge begraben ist, fast das Gleiche. Wenn von Ihnen, ja, glauben Sie mir, wenn von Ihnen noch jemand hier auf dem Stadtfriedhof war, ich kann es Ihnen mal für die langen Dezembernachmittage empfehlen, als kleinen Ausflug. Da gibt es ja die schöne Nobelpreisträger-Ecke, in der Otto Hahn auch begraben ist. Und auf seinem Grabstein ist noch irgendwie so die Zerfallsformel von Uran oder sowas eingraviert. Also ist ein schönes Memento und einer der Begründer der Max-Planck-Gesellschaft. Also ein ganz wichtiger Forscher, den wir hier in Göttingen hatten. Und er und sein Kollege Fritz Strassmann entdeckten also gemeinsam, dass man Kernspaltung betreiben kann. Dass man also, wenn man die richtigen Elemente mit Teilchen beschießt, dann spalten die sich auf und dabei passieren mehrere interessante Dinge. Der erste, der das so ein bisschen nützbar gemacht hat im größeren Maßstab, war dann Enrico Fermi, den Sie hier auf dem Bild sehen. Ebenfalls italienischstämmig, aber forschte und lehrte in Chicago und er baute ebenfalls in Chicago dann den ersten Kernreaktor der Welt.
Ich weiß nicht, was Sie, was für Ihrem geistigen Auge so erscheint, wenn Sie sich einen Kernreaktor vorstellen. Wahrscheinlich so ein, ne, fetter Betondom und sowas. Das war im Grunde so eine Art Backsteingebäude, so 10 auf 8 Meter, was die da unter der Nordtribüne von einem Footballfeld errichteten. Ja? Auf dem Gelände der Uni. Ja, wenn Sie sich mal stören an der Ausstattung der Seminarräume, erinnern Sie sich mal an Chicago 1939. Da konnte es sein, dass wenn Sie das Footballspiel angeguckt haben, dass Sie dann auf dem überhalb des Kernreaktors saßen. Also die haben es jedenfalls hinbekommen, zum ersten Mal eine Kernspaltung einzuleiten und die für eine gewisse Zeit aufrechtzuerhalten. Ja? Und dann sind wir jetzt 1939 und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo das passiert war, erkannten jetzt auch die ersten Leute, Moment mal, das ist zwar super interessant, was wir da gerade forschen, und das ist auch deswegen spannend, weil da eine Menge Energie rauskommt, aber vielleicht gibt es hier das Potenzial zu einer ziemlich üblen Waffe. Einer derjenigen, die das erkannt haben, war Albert Einstein unter anderem, der 1939 dann schon einen Brief schrieb an die amerikanische Regierung. Lustigerweise vielleicht nicht ganz mit dem Inhalt, den sie jetzt erwartet hätten. Der sagt dann natürlich, Achtung, Vorsicht vor den Risiken der Kernspaltung, aber sein Brief hatte auch ein bisschen den Tenor, naja, also wenn wir es machen müssen, dann besser wir als die Nazis. Ja? Also er warnte vor den Risiken, ermutigte aber gleichzeitig die amerikanische Regierung, das zu erforschen, bevor die Feinde im Zweiten Weltkrieg das erforschen. Und die führende Gruppe, die das Potenzial der Kernspaltung als Waffe erforschte, war das Manhattan Project. Davon haben Sie alle schon mal gehört. Das war vor allem zentriert um Los Alamos in der Wüste im südlichen Amerika und geleitet hier von J. Robert Oppenheimer. Deutschland, also Albert Einstein lag übrigens nicht so weit daneben. Ja? Auch Deutschland hatte und deutsche Forscher hatten irgendwann erkannt, nicht nur A, dass die Kernspaltung eine schlaue Idee ist, sondern auch B, dass man das vielleicht als Waffe einsetzen konnte. Unter dem Nazi-Regime gab es ein sogenanntes Uranprojekt, ja, oder UP, in dem man darüber nachdachte, was man damit anfangen kann. Aber die Nazis waren halt leider blöde genug, viele ihrer guten Forscher halt ins Ausland zu schicken oder wegzulassen. Und deswegen war die Brainpower nicht mehr so furchtbar ausgeprägt zu dem Zeitpunkt, weshalb dann glücklicherweise Deutschland nie wirklich. Also Deutschland während des Krieges nie wirklich ernsthaft an Kernspaltung gearbeitet hat. Aber einer der Herren, die Sie vielleicht kennen, die auf der deutschen Seite daran arbeiteten, die Kernspaltung nützbar zu machen, sowohl friedlich als auch als Waffe, war Werner Heisenberg. Der hat hier in, kennen Sie aus Breaking Bad, ne? Klar. Der hat hier in Göttingen unter anderem habilitiert. Also Sie sehen, Göttingen hat immer wieder mal durch einzelne Personen hier eine ganz interessante Verbindung mit diesem internationalen Sicherheitsproblem. So, und jetzt kommen wir 1945, jetzt kommen wir 1945 an. Also Sie sehen, hier sind einige Jahre vergangen, in denen man das erforschte. Und jetzt wird es interessant, weil Sie sehen da schon, da muss ich jetzt nicht mehr Jahre angeben hier bei den Bullet Points, sondern da muss ich jetzt Tage angeben. Und das ist halt deswegen ganz spannend, weil wir am 16. Juli 1945 das erste Mal den Test einer Atomwaffe haben. Ja, am 16. Juli 1945 in New Mexico in der Wüste zündeten die USA dieses Teil hier, was so ein bisschen aussieht wie so eine Jules Verne-Taucherglocke irgendwie, da muss ich immer dran denken. Hieß The Gadget, also irgendwie, keine Ahnung, das Ding. Oder und als die das zündeten, wusste man ziemlich wenig darüber, was da passiert. Also man war sich zwar so halbwegs sicher, ja, aber die Forscher waren sich A nicht ganz sicher, was das für eine Zerstörungskraft entwickelt, und die waren sich B auch nicht so wirklich sicher, ob es da nicht unintendierte Resultate geben könnte, wenn man so eine Kernwaffe zündet. Enrico Fermi hat so halb im Spaß Wetten darauf angenommen, ob jetzt die Zündung dieser Atomwaffe eventuell die globale Atmosphäre entzünden könnte in einer Kettenreaktion, die aus dem Ruder gerät. Man war sich so 95% sicher, dass das nicht passiert, und hat dann beschlossen, ja, dann machen wir es halt auch. Am nächsten Tag, also am 16. Juli, wurde diese Bombe gezündet in der Wüste. Und Sie können sich auf YouTube und natürlich im Internet gibt es da eine ganze Menge Bilder, glaube ich, wenig Videos. Und am nächsten Tag, am 17. Juli, da war die Potsdamer Konferenz. Das erinnern Sie sich vielleicht noch, wenn Sie meine Vorlesung zur Geschichte 2 gesehen haben, also wo sich die alliierten Mächte im Zweiten Weltkrieg nochmal trafen und überlegt haben, okay, wie machen wir jetzt weiter? Da war also Deutschland schon geschlagen, aber wie soll der Krieg weitergehen? Und Harry Truman sagte dann an dem Zeitpunkt den Russen Bescheid, ach übrigens, wir haben da
irgendwas, eine Waffe mit gewaltiger Zerstörungskraft. Auf der anderen Seite, Stalin glaubte ihm das nicht so ganz und dachte, naja, der Truman, der macht wieder einen auf dicke Hose, es wird schon nicht so schlimm sein. Und dann wenige Tage danach drohten dann die USA zum ersten Mal Japan mit dem Einsatz dieser Waffe. Ja? Also 10 Tage nach dem ersten Test, der da durchgeführt wurde, begannen die USA jetzt also an die Japaner zu kommunizieren: Leute, wenn ihr jetzt nicht mal zur Besinnung kommt, dann werden wir völlige Zerstörung auf eure Städte niederregnen lassen. Was ihr dazu verstehen müssen, so ein bisschen ist, zu dem Zeitpunkt waren die USA im Pazifik schon irgendwie 2+ Jahre involviert, gegen die japanischen Streitkräfte zu kämpfen. Und der Krieg im Pazifik war unglaublich aufwendig, unglaublich blutig. Und die eine Sache, die die Amerikaner nie ganz verstanden hatten, war, wie die japanischen Streitkräfte so unglaublich fanatisch sein könnten. Also da gab es die ganze Zeit irgendwelche, also die Kamikaze-Flieger, die kennen Sie, ne? Also mit dem Flugzeug selber als Selbstmordaktion in irgendwelche Flugzeugterror reinrasen. Aber auch die sogenannten Banzai-Angriffe, wo also irgendwie Gruppen von japanischen Soldaten einfach auf die Gegner zurannten und es war ihnen wurscht, wie viele dabei starben. Ja? Das überzeugte die Amerikaner also davon, dass die Japaner nicht aufgeben werden, wenn man nicht was ganz Unglaubliches mit denen anstellt. Ja? Also die Japaner zur Vernunft zu bringen, das war mal die Idee, die dahinter steckte, hinter dem Abwurf dieser Bombe. Und Sie müssen sich überlegen, der amerikanische Präsident musste zu dem Zeitpunkt natürlich eine Abwägung treffen. Okay, jetzt kann ich da entweder die Bomben abwerfen und dann vielleicht den Krieg da direkt beenden, oder ich habe die Wahl, einfach konventionell eine Invasion von Japan zu starten und dabei Hunderttausende amerikanische Soldaten zu verlieren und vielleicht noch mehr Opfer zu schaffen in Japan. Ja? Also, wenn man das Problem jetzt aus der Führungsperspektive so ein bisschen anguckt, dann merken Sie, da sind einige Komplexitäten drin, die darüber hinausgehen, als nur irgendwie, ja, hier wird eine Bombe geschmissen. Ne? Aber was Sie hier auch sehen ist, also am 26. Juli erging dieses Ultimatum und am 6. und 9., ganz kurz, gleich, und am 6. August fiel dann die erste Bombe, ja, auf Hiroshima. Und jetzt, nur mal, also Sie müssen sich überlegen, da liegen 3 Wochen dazwischen. Davor hatte noch niemand eine Nuklearwaffe überhaupt getestet und schon 3 Wochen später schmissen die Bombe das erste Mal auf eine Stadt. Einer der Gründe, und ich nehme Sie gleich dran, einer der Gründe, warum man sich entschloss, sofort eine Stadt damit anzugreifen, war, dass die Amerikaner sich nicht ganz sicher waren, ob die ganze Scheiße funktioniert. Sie hätten ja tendenziell, zum Beispiel könnte man einwenden, naja, warum haben die Amerikaner nicht irgendwie auf dem Pazifikatoll so eine Bombe abgeschmissen, die Zerstörungsmacht demonstriert, ne, das Ganze schön auf Video aufgenommen und das mal an die Welt ausgestrahlt und dadurch versucht, die Japaner zu ihren Sinnen zu bringen. Aber das Risiko, was dabei hat, war es, was hätte man gemacht, wenn es nicht geklappt hätte? Ja? Man kündigt der Welt an, Test einer völlig neuen Waffe, das Ding fällt runter, macht einen kleinen Krater, Rauchwölkchen steigt auf und alle gucken die Amerikaner an und denken sich, hä, was war das denn jetzt? Ja. Das kann man absolut so sehen. Ne? Also genau, der Punkt, den der Kommilitone gemacht hat, ist, ne, zu dem Zeitpunkt hätte man absehen können, dass die USA den Krieg auch konventionell gewinnen hätten können, in absehbarer Zeit, ne, und dass das eher so eine Art Machtdemonstration war. Ja? Das ist natürlich leichter, die Meinung zu vertreten, wenn man nicht in der Situation drin steckt. Ne? Also die Abschätzung, gleich, also die Abschätzung darüber, wie lange das noch gedauert hätte, da stritten sich damals in den amerikanischen Streitkräften die Leute ganz unglaublich. Also manche sagten tatsächlich, claro, mit genügend Truppen können wir den Konflikt auch konventionell beenden, vielleicht in Wochen. Aber da gab es andere Leute, die Truman berieten, die sagten, wenn wir das konventionell machen, dann dauert der Krieg noch 2 Jahre und wir werden mindestens 150.000 amerikanische Opfer haben. Ne? Und wenn sie mit den Informationen dann alleine irgendwie im Oval Office sitzen und Entscheidungen treffen müssen, dann schlucken sie halt zweimal. Ne? Ja. Das ist die richtige Frage, genau. Das ist der ganz wichtige Punkt. Also eine Kritik, die sich die Amerikaner bis heute gefallen lassen müssen und die vielleicht berechtigter ist als die erste Bombe ist, warum zur Hölle war die zweite denn nötig? Ne? Also die erste hat ja offensichtlich ihren Job getan, ja? Wie wir gleich auf dem nächsten Slide auch noch sehen werden.
Die erste hatte ihren Job getan, warum also der Abwurf dieser zweiten Bombe? Und darauf gibt es bis heute keine moralisch so richtig befriedigende Antwort. Unter anderem ist das deswegen problematisch, weil die japanische Seite erstmal eine Weile brauchte, um überhaupt einzusehen, was da passiert war. Ich sage da gleich noch einen Satz mehr dazu. Nur noch eine kurze Sache, hier habe ich vorher vergessen, ne, dass der Trinity-Test hier, das ist der erste, also dieser beim ersten Atomwaffentest, nur weil man sich normalerweise die Größenverhältnisse nicht vorstellen kann, gleich, weil man sich normalerweise die Größenverhältnisse nicht vorstellen kann, das hier ist der Test nach 16.000stel Sekunden. Also nach einem, das können Sie gar nicht, so viel können Sie gar nicht messen, das ist das Brandenburger Tor. Ja? Nach 16.000stel Sekunden. Also Sie können sich überlegen, was für einen Eindruck die Zerstörungskraft schon damals auf die Leute, die an dem allerersten Test teilnahmen, gemacht hat. Kurzer Punkt dazu. Das ist richtig. Ganz genau, das hätte man machen können. Ne? Also man hätte zum Beispiel den Test aufzeichnen können und das an die Welt ausstrahlen. Die Amerikaner haben sich dagegen entschieden. Unter anderem, weil zu dem Zeitpunkt die Ansicht überwog, dass man die japanische Seite nicht nur mit einer nicht gewalttätigen Demonstration überzeugen kann. Das war die Annahme. Ob das stimmt oder nicht, das klar, von heute können wir das vielleicht besser bewerten, vielleicht auch nicht, ne? Aber das war der überwältigende Eindruck der Amerikaner im Pazifik war, um Gottes Willen, die geben ja nie auf. Die kämpfen bis zum letzten Typen, auch wenn es keine Chance mehr gibt, um irgendein Ziel zu erreichen, ne? Also im Pazifik haben die Amerikaner mehrfach irgendwelche Inselchen überrannt, wo die japanischen Streitkräfte bis zum letzten Mann aufgerieben wurden. Und als das fertig war, hat sich dann der japanische General selbst umgebracht und irgendwie 8.000 Zivilisten noch mit dazu. Ja? Also das war der Eindruck, den die, das waren, das war, und das ist mehrfach passiert im Pazifik. Ne? Das heißt, die Amerikaner waren unter dem Eindruck, okay, das ist ein Feind, der lässt sich nicht einfach so überzeugen. Ja? Das war zumindest der Mindset, den die da hatten. Gut, also Sie sehen jetzt links, ne, das ist nicht das Zerstörungsbild. Ja? Das ist das Zerstörungsbild. Also die Amerikaner, als die Bombe in Hiroshima abwarfen, ich mach's nochmal, weil das einfach zu, also als die Bombe in Hiroshima abwarfen, ja, die Amerikaner waren selbst überrascht von der Zerstörungskraft. Und für die japanische Seite war das was, das hatte man A, nicht erwartet und B, konnte man überhaupt nicht umgehen. Es hat erstmal über einen halben Tag gedauert, bis Japanern außerhalb von Hiroshima überhaupt klar wurde, was da passiert war. Denn Sie müssen sich überlegen, was da passiert ist. Es ist natürlich, alle Kommunikationsleitungen waren auf einmal gekappt, alle Leute in der Innenstadt waren tot, die Leute in der weiteren Innenstadt hatten alle unglaubliche Verbrennungen und sonstige Verletzungen. Da war also keine echte Kommunikation da. Das ist das erste Mal, als der japanischen Führung auffiel, dass da was nicht funktionierte, ist, als die nach 6 Stunden auf irgendwelche Telegramme immer noch keine Antwort bekamen. Ja? Also, und dann hat man angefangen nachzufragen, was zur Hölle war da los, ja? Und bekam dann die ersten Erzählungen natürlich auch nur von Leuten, die irgendwie 5 Kilometer da weg waren, weil in der Innenstadt war keiner mehr am Leben, der das miterlebt hatte. Ja. Das ist eine gute Frage. Kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Also die Idee war ja, dass man hier, also man wollte demonstrieren, was für eine Zerstörungskraft das hat. Ne? Jetzt könnt ihr natürlich fragen, warum hat man das nicht irgendwie auf Tokio oder sowas abgeworfen? Ne? Weiß ich gerade nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß nicht genau, wie man die Ziele gewählt hat. Nur, dass man halt Ziele gewählt hat, die nicht nur Industriezentren sind, ja? Sondern man hat ganz bewusst in Kauf genommen, dass da natürlich nicht, man hätte das ja irgendwie auch auf, keine Ahnung, irgendeinen Flottenstützpunkt abwerfen können oder sowas. Ne? Aber man hat sich entschieden dafür, hier zivile Populationszentren anzugreifen. Das war ja nicht ungewöhnlich im Zweiten Weltkrieg, ne, Zivilisten anzugreifen, vor allem aus der Luft. Das haben die Amerikaner gemacht, das haben genauso alle anderen Kriegsteilnehmer auch gemacht, nur halt nicht mit Nuklearwaffen. Ne? Ja? Ich habe es nachher in irgendeinem Schaubild, ist es glaube ich mit drin. Also müssen wir noch einen Moment geben, weil wir vergleichen es dann gleich mal mit den anderen Sachen. Also anyway, die Punkte, die ich jetzt, ach, war schon wieder, okay. Die Punkte, die wir gerade gemacht haben, ne, die gelten. Also warum? Warum kann man natürlich fragen für den ersten Abwurf, aber warum muss man natürlich noch viel drastischer fragen für den zweiten Abwurf, ne?
Also hier, das ist eines der wenigen Bilder, die es da gibt. Und übrigens, was ihr da auch sehen ist, hier stehen so ein paar Jungs rum und machen sich so Gedanken, was da denn gerade los ist. Also Sie müssen sich überlegen, das ist zu einer Zeit, wo das noch niemand überhaupt mitbekommen hatte. Für die Leute hätte das auch ein Vulkanausbruch sein können, ne? Das ist völlig, das war was, was nicht vorzustellen war, was nicht erwartet, was man nicht erwarten konnte und für die Leute keinen Maßstab hatten, wie man sowas wahrnehmen muss, ne? 6 Tage nachdem diese zwei Bomben, nachdem die zweite Bombe auch abgeworfen wurde, haben sich dann in der japanischen Führung doch die durchgesetzt, und das ist jetzt wichtig, es haben sich die durchgesetzt, die sagten, okay, es ist genug, wir können das so nicht gewinnen und unsere Leute sollen nicht weiter leiden, wir müssen kapitulieren. Der damalige Kaiser war einer derjenigen, der sich für die Beendigung des Krieges eingesetzt hat. Und es gab selbst zu dem Zeitpunkt, ne? Zu dem Zeitpunkt, als da schon zwei Bomben fielen, immer noch starke Stimmen, vor allem innerhalb der Militärführung, die sagten, hier aufzugeben, heißt die Ehre zu verlieren und das machen wir nicht. Die sollen da mal weiterschmeißen. Das Lustige da, also nicht lustig, aber was Sie natürlich auch überlegen müssen, ist, zu dem Zeitpunkt da gab es noch keine Lager an Atomwaffen. Die USA hatten genau zwei Atombomben und genau die zwei wurden noch abgeworfen. Ich weiß jetzt nicht, wann man die dritte hätte abwerfen können, wäre das noch weitergegangen, ne? Aber es war eine Möglichkeit. Okay, letzter Punkt dazu, ja? Nach der zweiten Bombe. 9. August war Nagasaki und 6 Tage später hat Japan kapituliert. 3 Tage. Am 6. August war die erste, 9. August war die zweite, ne? Also alles sehr knapp hintereinander. Und wie gesagt, 3 Wochen vorher hatten sie zuerst zum ersten Mal das getestet. Also das ging sehr schnell ab, ne? Gut, dann nach dem Krieg dauerte es mal erstmal eine ganze Weile, also hatten immer noch nicht wirklich alle verstanden, was Atomwaffen denn so für ein Zerstörungspotenzial haben. Das sehen Sie unter anderem daran, dass hier in einem schönen Buch für die Einwohner in Nevada nahe dieser Testareale gesagt wurde, no, if your Geiger counters go crazy, don't let them bother you. Ne? Also wenn's hier viel klickt, das ist alles im grünen Bereich. Ne? Und hier, das ist eines meiner allerliebsten Fotos aus der Zeit, also aus den frühen 50er Jahren. Also hier sehen Sie eine Leute am Pool und da hinten werden also hier gerade werden hier Atombombentests durchgeführt. Also Sie sehen eine sehr laissez-faire-hafter Umgang mit überhaupt der Idee, was das für eine Waffe ist, was die für Effekte hat natürlich, weil, ich meine, die Leute hier, die mussten wahrscheinlich 10 Jahre später auch nicht nochmal extra Strahlentherapie nehmen irgendwie, ne, sondern die haben hier schon genügend Dosis mitbekommen. Die Amerikaner waren die Ersten, die die Bombe hatten, aber die sind logischerweise nicht die Letzten geblieben. Die am meisten beunruhigt waren über die Entwicklung dieser Waffe, war logischerweise die Sowjetunion, ne, der große Rivale, die dann 4 Jahre später ihre erste eigene Atombombe zündeten. Und dann kamen in den nächsten 15 Jahren die anderen Siegermächte da dazu. Zuerst Großbritannien, die eine Menge Wissenschaftler geteilt hatten mit dem amerikanischen Programm, die deswegen ziemlich schnell waren in der Entwicklung dieser Waffe. Dann 8 Jahre darauf Frankreich und 4 Jahre später China. Die andere Entwicklung, die wir dabei sahen, war allerdings, dass wir weggingen von der Bombe und hin zur Rakete. Und das hatte unter anderem den Grund, also als Beförderungssystem, und das hatte unter anderem den Grund, dass es mehrfach, sagen wir mal, Unfälle gab, ja? Oder so, es gibt den schönen englischen Ausdruck Near Misses, ne? Also so knapp daneben. Ja? Einer den ich am interessantesten finde, ist 1961. Was Sie hier sehen, ist eine Atombombe. Ja? Eine Atombombe mit einem Fallschirm. Wo kommt die her? In North Carolina gab es ein Bombergeschwader, die haben auf Übungsflügen echte Atombomben hin und her transportiert, um halt zu üben, wie sowas funktioniert. Ja? Und 1961 hatte eines von diesen Flugzeugen Probleme, brach in der Luft auseinander und verlor die geladene Atombombe, die an einem Fallschirmchen nach unten segelte und dann hier so in so einem Feld aufkam. Solche Atombomben haben 4 Sicherheitsmechanismen. Und 2013 hat man dann bei archivarischen Recherchen herausgefunden, dass von diesen 4 Mechanismen 3 ausgefallen waren, als die unten ankamen. Wäre der vierte auch noch ausgefallen, dann könnten Sie heute Goldsboro, North Carolina, als berühmten Krater besichtigen, logischerweise. Ja? Also, und da gibt es noch mehr Zwischenfälle, ne? Sie können mal bei der Wikipedia ein bisschen lesen, da gibt es ganz interessante Sachen.
Diese und andere Zwischenfälle überzeugten dann die Atommächte, dass Bomben vielleicht nicht so die allerbeste Idee sind, um Atomwaffen zu befördern, sondern dass Raketen eine bessere Idee sind. 1961 gab es dann eine Sache, da gehe ich auf die nächsten Folien noch drauf ein. Da wurde die größte jemals getestete Atomwaffe gezündet, und zwar von der Sowjetunion, die sogenannte Zar-Bomba. Ich sage auf die nächsten Folien noch was dazu. Und in der zweiten Runde von atomarer Proliferation, also von der Verteilung von solchen Waffen, kam dann 1974 Indien mit seiner eigenen Waffe, nochmal 20 Jahre später Pakistan und seit 2006 Nordkorea. 1979 habe ich jetzt da auch noch aufgeführt, weil Sie wissen ja, ne, das ist das unbestätigte Atomwaffenprogramm. 1979 gab es im Südpazifik mal einen sogenannten Doppelblitz, haben Satelliten irgendwie aufgenommen. Und Doppelblitze sind was Charakteristisches, denn sogenannte Doppelblitze, die entstehen nur durch das Zünden von Atomwaffen. Allerdings hat keine der Beteiligten der großen Nuklearmächte zu dem Zeitpunkt gesagt, ja klar, es waren wir, ist alles in Ordnung, sondern man geht heute davon aus, dass also 1979 im sorry, habe ich Pazifik gesagt, ich meinte den Atlantik, im Südatlantik mal Südafrika und Israel gemeinsam eine Atomwaffe getestet haben. Gibt es bis heute sehr wenig Informationen darüber, aber wir können mal davon ausgehen, dass es zumindest bestätigt, dass Israel so ein Programm hat. Jetzt, um Ihnen noch mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, von der Zerstörungskraft dieser Bomben. Denn ich für mich persönlich, bevor ich dieses Zeug recherchiert habe, ja, man kennt so den Atompilz, ne, und man weiß irgendwie, okay, Hiroshima, ganz schlimm, aber ich wollte Ihnen das Potenzial noch mal ein bisschen demonstrieren. Wenn Sie sich mal vorstellen, diese größte jemals getestete Bombe hier, die Zar-Bomba, ja, die von der Sowjetunion getestet wurde, die warf die Sowjetunion auf irgendeiner Insel oben am Polarkreis ab, ja, also weit, weit weg von jeglicher Zivilisation. Das war, wie gesagt, die größte jemals getestete Bombe. Wenn Sie diese Nuklearwaffe jetzt in Göttingen abwürfen, aus irgendeinem Grund, ne? Die Mieten sind Ihnen zu hoch zum Beispiel. Wenn die also hier in Göttingen landet, dann hat die natürlich einmal einen Primärradius, einen Radius, in dem alles tot ist und also alles tot ist, was lebt und alles zerstört ist, was mal stand. Wenn Sie diese Bombe jetzt in Göttingen abwerfen, dann ist alles inklusive Kassel, ne, in diesem Kreis, ist jedes Lebewesen tot. Jedes Lebewesen, nicht irgendwie Menschen und nicht Menschen in Häusern, es ist völlig Bums, wo sie sind. Alles ist tot in diesem Kreis. Ja? Da steht kein Haus mehr, da steht kein Baum mehr. Wir haben hier einen riesen Krater. Ja? Das ist der Radius des Feuerballs. Ja? Also wenn Sie sich mal überlegen, bei einer Explosion sehen Sie den Feuerball, das ist der Radius des Feuerballs. Damit aber nicht genug. Wenn Sie diese Bombe in Göttingen abwürfen, dann erzeugt diese Bombe außerhalb ihres primären Zerstörungsradius zum Beispiel bei Menschen natürlich immer noch schwere körperliche Schäden. Wenn Sie die abwerfen, dann wenn Sie die in Göttingen abwerfen, dann kriegen noch die Leute in Hannover, die sich außerhalb von Häusern aufhalten, Verbrennungen dritten Grades am ganzen Körper. Da sehen Sie also aus wie ein Brikett hinterher. Ne? Das geht also bis hier, fast bis Marburg. Haben Sie also, wenn Sie außen sind, wenn Sie sich außerhalb von geschlossenen Gebäuden aufhalten, immer noch extreme körperliche Schäden, die Sie natürlich auch ganz locker umbringen können. Ne? Also das ist keine Garantie, dass Sie überleben, wenn Sie sich in diesem Umkreis befinden. Dann kann ja aber so eine Bombe, die hat nicht nur einen Verletzungsradius, sondern die hat auch einen Zerstörungsradius. Die Zar-Bombe, die damals abgeworfen wurde, die hatte einen so unglaublich großen Zerstörungsradius, dass wenn man die in Göttingen abwerfen würde, dann würden in Manchester immer noch Scheiben kaputt gehen. Ja? Als die da abgeworfen wurde, irgendwo oben am Polarkreis, hinten in der Sowjetunion, da gingen in Schweden immer noch Scheiben zu Bruch. Ja? Das heißt also, was Sie hier sehen, ist, das Ding ist etwa so lang wie ein Bus, was da abgeworfen wurde. Ja? Das ist es aber. Ja? Etwa so lang wie ein Bus, irgendwie 8 Meter lang, 3 Meter hoch. Ne? Sieht aus wie so eine fette Bombe, wiegt 25 Tonnen, ist jetzt nicht leicht, logischerweise, aber nicht was, wo Sie irgendwie einen halben Kontinent bewegen müssen dafür. Diese eine Bombe hatte mehr Zerstörungskraft als alle konventionellen Waffen, die im ganzen Zweiten Weltkrieg abgeschossen wurden, 10-mal. Ja?
Also die Gesamtenergie, die im Zweiten Weltkrieg aufgewendet wurde zur gegenseitigen Zerstörung, mal 10, steckt in einer dieser Bomben. Ne? Hier habe ich nochmal, hier habe ich es, ne? Das war Ihre Frage von vorher. Ne? Hiroshima war etwa 15 Kilotonnen, also 15, das entspricht 15.000 Tonnen TNT, 50 Megatonnen, ja, an Explosionskraft. Wenn Sie diese Wolke nicht beeindruckt, hier ist der Mount Everest. Ja? Das ist die Höhe, in der Sie in Urlaub fliegen. Wenn Sie also in Urlaub fliegen, dann sind Sie hier unten irgendwo, an der Basis des Pilzes. Ja? Also eine unglaubliche Waffe. Ja? Und unglaublich vor allem insofern, als sie, das ist klar, diese Waffe ist nicht dazu eingesetzt, nicht dazu entwickelt, eingesetzt zu werden. Das da, das kann man nicht einsetzen. Also das ist eine Waffe, die hat so eine Zerstörungskraft. Da brauchen Sie um einen Staat wie Deutschland oder meinetwegen auch einen Staat wie China oder die Sowjetunion oder die USA in die Knie zu zwingen. Da brauchen Sie nicht 10.000 davon natürlich. Und da müssen Sie sich überlegen, das ist jetzt natürlich die größte je getestete Waffe, aber die Arsenale waren ja viel größer. Das heißt, Sie haben diese Zerstörungs auf der Höhepunkt, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, hatten Sie diese Zerstörungskraft mal ein Tausendfaches, ja, auf der Welt. Also das nur, um Ihnen die Dimension dieser unglaublichen Zerstörungskraft klarzumachen, ne? Weil das ist also nicht, lässt sich mit nichts vergleichen, was normalerweise militärisch eingesetzt wird. Gleich. So, jetzt hatten wir oben noch eine Frage, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ja. Das war eine Atombombe. Die Explosionsgröße hat die Russen auch so ein bisschen überrascht, aber jetzt nicht sehr. Ja? Übrigens, ne, sorry, diese Explosion hier, also dieser Bombe, die hatte nur die Hälfte der möglichen Explosionskraft. Da war hinten irgendwo so ein Bleistopfen drin, der die zweite Hälfte der Bombe praktisch inert gesetzt hat. Ja? Also sie hätte nochmal doppelt so stark sein können, damals schon. Und es ist 50 Jahre her. Das heißt, wir könnten natürlich heute noch viel vernichtendere Waffen entwickeln. Und da sehen Sie, irgendwann ist ein Punkt angekommen, wo Sie sowas nicht mehr als echte Waffe sehen können. Also das ist nicht, das lässt sich nicht als Waffe einsetzen, sondern eigentlich nur noch zur Abschreckung. Jetzt hatte ich zwei Punkte. Ein, zwei. Richtig, haben Sie es gerade kurz nachgeschlagen? Ja. Also ich meine, das Ding hat eine Schockwelle losgetreten, die ging zweimal um den ganzen Globus. Ja? Also die Dimensionen sind kaum noch vorstellbar. Ja, kurzer Punkt. Habe ich nicht recherchiert. Ich nehme mal an, recht groß. Ja? Also da, wo die Bombe abgeworfen würde, würde ich auch heute nicht spazieren gehen, ne? Denke ich mal, auch wenn es schon ein paar Jährchen her ist. Ne? Also weiß ich leider nicht auswendig, ne? Aber logischerweise, ne, wenn Sie sich die Verhältnisse hier mal angucken, ne? Es wird einiges gewesen sein. Letzter Punkt. Sehr richtig. Ganz genau. Also sehen Sie sich, was man da für Überlegungen treffen muss. Die Bombe war so riesig, dass wenn man die aus dem Flugzeug abwarf, dann war man sich nicht so ganz sicher, ob die Piloten schnell genug fliegen können, um aus ihrem eigenen Feuerball rauszukommen, ne? Also da merken Sie irgendwann, das ist natürlich nicht nur unpraktisch, sowas einzusetzen, sondern auch, ich meine, wer will dafür in den Geschichtsbüchern stehen? Wenn Sie das in Deutschland abwerfen, haben Sie da 10 Millionen Tote. Ne? Also das ist völlig unvorstellbar, diese Kraft. Gut, das also, um Ihnen den Maßstab so ein bisschen klar zu machen. Ja, und jetzt hier der Spoiler. Sie alle haben schon mal eine Kettenreaktion hervorgerufen. Wenn auch nicht, hoffe ich doch, auf der Skala, auf der Größenordnung der Zarbomber. Ja? Aber wenn Sie schon mal ein Lagerfeuer gestartet haben, dann wissen Sie, wie man eine Reaktion startet, die sich selbst erhält. Ja? Die sich also selbst forterhält, solange es noch Treibstoff gibt, denn nichts anderes ist ein Feuer. Was also bei einer Kettenreaktion, bei einer nuklearen Kettenreaktion passiert, und keine Angst, ist kurz, was bei einer nuklearen Kettenreaktion passiert ist, Sie haben hier ein Element, Uran, das Sie mit einem Neutron beschießen. Und was dabei passiert ist, das Uran spaltet sich auf in andere Elemente, in weitere Neutronen und in eine Riesenmenge Energie.
Und der Schlüssel liegt jetzt daran, dass hier nicht nur Energie und andere Elemente rauskommen, dann hätten sie es einfach gespalten und sie hätten etwas Neues gebastelt, sondern dass hier weitere Neutronen rauskommen, die ihrerseits diese Kettenreaktion weitererhalten, sodass sie da eine exponentielle physikalische Reaktion haben, ne, die in sehr kurzen Zeiträumen extrem viele Teilchen betrifft und deswegen extrem viel Energie freisetzt. Woher kriegen Sie jetzt, ich spreche Sie jetzt einfach mal an, als wären wir hier gemeinsam in einem Boot und würden sowas bauen wollen, ne? Woher würden wir jetzt Uran kriegen, wenn wir welches bräuchten, um so eine Bombe zu basteln? Es gibt auf der Welt eine ganze Reihe Ländern, die sowas zur Verfügung stellen. Also Uran als Element, ne, ist erstmal immer radioaktiv. Aber wie Sie das vielleicht noch aus der Schule wissen, es gibt von Elementen oft unterschiedliche Isotope. Also Elemente haben eine unterschiedliche Zahl von Teilchen in ihrem Kern, die dann dafür sorgen, dass die leicht unterschiedliche Eigenschaften haben. Und das Problem für uns ist jetzt, dass nur unter 1% des natürlich vorkommenden Urans, also das wir so mit der Schaufel ausbacken könnten, ne, nur unter 1% ist tatsächlich das richtige Isotop, um so eine Atombombe bauen zu können. Diese natürlichen Uranvorkommen, sehen Sie, die sind auf der Welt ziemlich beschränkt. Ja. Wir haben logischerweise all die klassischen Atommächte selbst, sind sowohl Produzenten als auch Konsumenten von diesem Uran. Wir haben eine Reihe von Staaten, die haben kein eigenes Uran und müssen es von woanders einkaufen, unter anderem Großbritannien und Frankreich. Und wir haben auch einige Staaten, die haben selber keine Atomprogramme. Hier sehen Sie mal wieder Kasachstan. Und unter anderem hier auch Namibia. Da kann Uran abgebaut werden, aber die haben keine eigenen Programme. Sie sind also nur Verkäufer. Hier sehen Sie Tansania, ne, was sich jetzt im Moment überlegt, ob es in die globale Produktionskette von Uran einsteigen will und dadurch ein bisschen Geld machen. Die eine Sache, die Sie noch verstehen müssen, damit Sie den nächsten Slide hier verstehen, ist: natürliches Uran, ne, habe ich ja gerade gesagt, besteht zu unter 1% aus der richtigen Form von Uran. Ne? 99% sind irgendwie eine Art von Uran, also ein Isotop von Uran, damit kann man nicht viel anfangen, damit kann man auch keine Bombe bauen. Wenn wir nun einen Kernreaktor betreiben wollen, dann müssen wir das Ganze so ein bisschen anreichern. Also sprich, wir müssen den Anteil von diesem guten Uran, ja, wie die gute Butter, ne, so Kerrygold, müssen Sie also den Anteil vom guten Uran erhöhen, ja? Aber um einen Reaktor betreiben zu können, müssen wir das nur auf 3 bis 4% Uran anreichern, ne? Wenn Sie jetzt hier eine Bombe bauen wollen, dann müssen Sie das auf über 90% anreichern. Wenn also irgendjemand von Ihnen mal später für die IAEA arbeitet, kommt in ein paar Folien, also für die Internationale Atomenergiebehörde, und Sie gehen in irgendein Land und Sie finden da einen Brocken 90% angereichertes Uran und die sagen Ihnen, klar, brauchen wir für unseren Reaktor, dann wissen Sie, Bullshit, ne? Also der Unterschied zwischen dem Uran, das in Reaktoren eingesetzt wird, und waffenfähigem Uran ist sehr groß. Ja. So funktioniert das Anreichern. Also ohne jetzt in die Details reingehen zu wollen, um dieses Uran anzureichern, brauchen Sie Zentrifugen. Ja, nennt sich das. Das sehen Sie hier. So sieht das ungefähr aus. Deutschland ist da ein großer internationaler Produzent von diesen Zentrifugen. Wir verkaufen diese Technologie also in andere Länder. Und was das im Grunde macht, ist, Sie können sich das ein bisschen vorstellen, als würden Sie ein Ei aufschlagen in einem Reagenzglas und das Reagenzglas dann bewegen, dann werden sich die Teile des Eis idealerweise irgendwie voneinander lösen. Ungefähr so funktioniert der Prozess hier auch. Sie sehen hier unseren früheren Berufsirren, Mahmoud Ahmadinejad, der mal eine Weile das iranische Atomprogramm auf der internationalen Ebene sehr gepusht hat und das sehr vertreten hat, der so eine Gasanreicherungsanlage inspiziert. Und wenn Sie die Zentrifugen lang genug laufen lassen, bei Geschwindigkeiten, die hoch genug sind, dann kommt am Schluss angereichertes Uran raus. Und wie gesagt, die Frage jetzt, ob Sie das für Nuklearreaktoren, müssen Sie das we sehr viel weniger anreichern als für andere Verwendungszwecke. Ich habe ja vorher schon mal ganz kurz darauf hingewiesen, ne, die Art, wie man solche Nuklearwaffen jetzt, wenn wir das Uran angereichert haben und wir haben es in die Waffe gesteckt, wie bringen wir es jetzt zu unserem bösen Feind? Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können das einfach auf ganz normale ballistische Raketen draufstecken. Also das ist so ein bisschen, das werden Sie an Neujahr machen, ne? Ihre Neujahrsraketen, das sind ballistische Raketen, die folgen also einer ballistischen Flugbahn, die gehen hoch und kommen wieder runter. Das ist alles sehr berechenbar und die sind meistens ungelenkt. Das machen wir heutzutage allerdings nicht mehr so richtig.
Was wir vor allem machen, ist, wir machen das auf so auf Cruise Missiles drauf, das heißt auf Raketen, die sich selbst steuern und ihren Kurs selbst steuern können, die also nicht einfach einer vorbestimmten Flugbahn folgen, sondern die sich selbst lenken und fliegen. Die sehen tatsächlich aus wie kleine Flugzeuge. Da kann man zum Beispiel mit dem Kampfflieger nebenher fliegen, neben so einer Cruise Missile. Die sind schnell, aber jetzt nicht unglaublich schnell. Und diese selbstgesteuerten Raketen, die können sie von allem Möglichen abschießen. Also wir könnten das jetzt auf ein U-Boot stecken. Das ist sehr beliebt bei den europäischen Nuklearmächten. Die haben fast alle ihre Raketen auf U-Booten. Sie können das natürlich irgendwie in Bunker stecken oder auf Flugzeuge packen oder sonst noch was, ne? Der Charme, wenn sie das zum Beispiel in U-Boote stecken, ist natürlich, da kann halt der Gegner irgendwann ihre Kapazitäten nicht mehr ausschalten. Klar, wir könnten uns alle der Illusion hingeben, wenn wir irgendwie eine Bombe auf, keine Ahnung, Moskau werfen, dann kann Russland nicht mehr zurückschlagen. Aber ist natürlich nicht so, weil Russland in der Welt irgendwie noch 20 U-Boote mit Atomraketen rumfahren hat, die alle auch Raketen abschießen könnten. Die kann man nicht alle gleichzeitig außer Gefecht setzen. Ne? Also das ist die Idee hinter diesen Systemen. Und das ist jetzt, weil ich Science-Fiction-Fan bin, schon seit den 60er Jahren überlegen sich Atommächte, vor allem die Sowjetunion, hat sich immer wieder mal überlegt, ob man nicht Atomwaffen im Weltall stationieren könnte. Und sie können sich überlegen, warum das eine gute Idee sein könnte, also aus taktischer Sicht, weil natürlich was nur von oben runterfällt, ne, deutlich schwerer abzufangen ist, als was erstmal 4000 Kilometer über den Atlantik fliegen muss. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie sowas abfangen, ist deutlich geringer. Wie das dann aussieht, ist ungefähr so, ne? Sie können das entweder, wir könnten das in eine relativ kleine Rakete stecken. Dann können Sie das auf so einem sechsrädigen Gefährt irgendwie be befördern. Ne? Wir können hier Mittelstreckenraketen haben. Ne? Die sehen dann ungefähr so aus, sind irgendwie so 15 Meter hoch. Die kann man nicht mehr so gut verstecken. Ne? Und dann irgendwann haben Sie Interkontinentalraketen. Und Sie wissen ja, ne, Russland macht nichts Kleines. Die russischen Streitkräfte haben selbst Interkontinentalraketen, die sie auf so riesige Trucks raufpacken und die dann mobil sind dadurch. Und wenn Sie sich das nochmal kurz vor Augen halten, dann müssen Sie sich auch überlegen, dass das natürlich Militär, also Staatsführer mitdenken, wenn sie zum Beispiel um die Massenvernichtungsprogramme und die Massenvernichtungswaffenprogramme anderer Staaten besorgt sind. Wäre das so einfach, dass man solche Raketen nur von so Bunkern abschießen kann und irgendwann weiß man halt, wo die Bunker sind, dann hätte man da ein bisschen mehr Sicherheit. Aber das Ding, das kann man auch in den Wald fahren und dann ist das erstmal weg. Ja? Also diese Atomwaffen zu verstecken, ist leichter und leichter geworden, als sich die Technik miniaturisiert hat. Das heißt, selbst solche Überlegungen wie vor der Invasion im Irak, die haben garantiert ein Massenvernichtungswaffenprogramm. Wir haben es nur noch nicht gefunden. War jetzt nicht so unglaublich abwegig rein von der Technik der Waffen. Ah nee, ich dachte, vielleicht ist es auf der nächsten Folie gleich. Ja, oh, sorry. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im Weltraum? Das könnte passieren, hätten wir nicht mal irgendwann den Vertrag zur friedlichen Nutzung des Weltalls abgeschlossen, der die Stationierung von Atomwaffen im Orbit für alle Zeiten verbietet. Gut, jetzt könnten wir uns überlegen, ob das tatsächlich, ob dem gefolgt wird, ne? Aber soweit gab es weder Tests noch bestätigte Stationierungen. Also wir wissen es nicht. Wir haben es noch nie getestet. Wir würden hoffen, dass alles, was wir ausklinken, so ein bisschen wie dem Baumgartner, der da runterfiel, ne? So müssen Sie sich das vorstellen, wenn der jetzt auch noch eine Bombe vorgeschnallt hätte. Wir würden also hoffen, es würde nach unten gehen, aber wissen tun wir es nicht, weil es noch nie getestet wurde. Ne? Was Sie auch sehen hier ist, wenn wir uns das mal überlegen, ist, dass die meisten Atomprogramme oder einige der Atomprogramme sind global. Ne? Also das ist eine Karte der Reichweite der nationalen Programme. Ich weiß leider nicht genau von wann, kann schon ein paar Jährchen alt sein. Was Sie da einmal sehen, ist natürlich, dass die großen Atommächte hier, da sehen Sie keinen Kreis, weil die prinzipiell den ganzen Globus als Einsatzgebiet haben. Sie sehen aber auch, dass es hier einige lokale Atommächte gibt, die eher regional bedrohen als jetzt global. Ne? Also wir müssen jetzt rein von der Raketentechnologie jetzt nicht so wirklich Angst haben, meinetwegen vor dem pakistanischen Programm. Weil das auf eine regionale Bedrohung ausgerichtet ist und nicht darauf, irgendwie jetzt Raketen nach Kanada oder Schweden zu schicken. Die Bedrohungen, die wir natürlich immer zuerst mitdenken, wenn wir an Atomprogramme und allgemein irgendwie crazy Diktatoren denken, ist natürlich das nordkoreanische Programm, das sich in den letzten Jahren ganz sprunghaft weiterentwickelt hat. Beim nordkoreanischen Programm wissen wir halt relativ wenig.
weder darüber, wie viele Waffen die haben, noch wie genau die sie einsetzen können. Wir sehen halt nur immer mal wieder, führen die den Test durch. Meistens, oft funktionieren die Tests nicht. Manchmal funktionieren sie doch. Aber wo wir uns ziemlich sicher sind, ist, dass mit den neueren Trägersystemen, die Nordkorea da entwickelt, da haben sie natürlich nicht nur irgendwann hier die Bevölkerungszentren von ganz Asien im Einflussbereich, sondern auch irgendwann eben solche Länder wie die USA. Ne? Alaska konnte Nordkorea schon seit einer Weile treffen, aber wer will da schon was zerstören? Die kontinentalen USA sind in den letzten Jahren zumindest mal in die Reichweite gerückt. Wissen tun wir es nicht, ne? Was die echten Kapazitäten sind, wir können es nur so ungefähr abschätzen. Gut, das also jetzt so ein bisschen zum Hintergrund. Und jetzt haben wir die letzte halbe Stunde, werden wir uns ein bisschen nehmen dazu, wie Nichtverbreitung funktioniert und was die Theorien uns darüber sagen. Wenn wir uns jetzt also klar geworden sind, diese Waffen haben ein unglaubliches Zerstörungspotenzial und davon gibt es eine ganze Menge, dann ist irgendwie auch klar, naja, also vielleicht müssen wir uns doch überlegen, habe ich Sie vergessen, jetzt dran zu nehmen? Nein? Okay. Dann müssen wir uns auch überlegen, was können wir machen? Wie können wir das eindämmen? Was können wir dagegen tun, dass sich solche unglaublich zerstörenden Waffen weiter verbreiten? Und prinzipiell gibt es drei verschiedene Ansätze, das zu erschweren, sich so eine Nuklearwaffe zu bauen. Sie können das atomwaffenfähige Material einschränken. Sie können die Technologie einschränken, die man zur Aufbereitung von Uran braucht. Oder sie können einschränken, wie einfach es ist, an Trägersysteme zu kommen. Und ne, immer wenn Sie einen dieser Punkte in der Kette wegnehmen, also prinzipiell, wenn Sie erst gar kein Uran haben, können Sie nichts machen. Wenn Sie das Uran haben, aber es ist nicht das richtige Uran, dann können Sie auch nichts machen. Und wenn Sie das richtige Uran haben, aber keine ordentliche Rakete, die das befördern kann, dann bringt sie Ihnen auch nichts. Also Sie brauchen also alles drei, um so ein Atomprogramm zu haben. Der große zentrale Vertrag, den Sie sich merken müssen, das ist der Nichtverbreitungsvertrag oder Non-Proliferation Treaty. Deswegen wird der manchmal auf Deutsch NVV oder NPT auf Englisch abgekürzt. Der wurde 1970 abgeschlossen und der befasste sich genau mit diesen Punkten, wie man also verhindern kann, in diesen unterschiedlichen Kategorien, dass sich Atomwaffen weiter verbreiten. Das Wichtige ist jetzt, dass der Vertrag aber weiterhin ausdrücklich erlaubt, dass sie Nuklearenergie friedlich nutzen können. Das ist nicht verboten, logischerweise ein Nuklearprogramm zu betreiben. Es ist nur verboten, dass sie eins betreiben, was mit der Waffenentwicklung endet. Im Gegenzug dafür, dass sich die Mitglieder verpflichten, solche militärischen Programme nicht zu haben und dass sich die aktuellen Nuklearwaffenstaaten, das heißt NWS, ne, dass sich die aktuellen Nuklearwaffenstaaten dazu verpflichten, ihre Arsenale abzubauen. Zusätzlich verpflichten sich alle Unterzeichner dieses Vertrags, dass sie Inspektionen erlauben. Also die IAEA, das ist die International Atomic Energy Agency, die sitzen in Wien und die schicken Inspekteure zu den Ländern des Vertrags, um zu checken, wird da tatsächlich ein friedliches Programm betrieben oder ist hier irgendwas Sinistres im Gange? Und wenn Sie ein anerkannter Staat sind, der ein friedliches Atomwaffenprogramm hat, dann müssen Sie damit rechnen, dass es irgendwie meinetwegen Mittwochmorgens um 3 Uhr an Ihrer Tür klopft und da stehen so ein paar IAEA-Jungs in ihren Kitteln und die wollen jetzt sofort in die Forschungseinrichtung reingehen und die wollen alles inspizieren von der Decke bis zum Klo. Ja? Und dem müssen Sie zustimmen. Also umfassende Inspektionen sind ein Kernbestandteil dieses Vertrags. Und bislang haben sich 168 Staaten dazu verpflichtet. Ne? Sowohl Nuklearwaffenstaaten als auch Staaten, die keine Nuklearwaffen haben, aber eventuell Nuklearprogramme. Sie sehen, der Vertrag hat sehr weite Verbreitung gefunden. Fast die ganze Welt ist Mitglied in diesem Vertrag, darunter auch die ursprünglichen Nuklearwaffenstaaten. Was Sie allerdings da auch sehen, ist, dass es einige Staaten gibt, die so ein bisschen problematisch sind. Ne? Also wir haben als Nicht-Vertragsstaaten beim Südsudan, würden wir uns nicht jetzt so viele Gedanken machen, weil da muss noch darüber nachgedacht werden, wie die Leute zu essen haben. Da wird noch nicht über ein Nuklearprogramm nachgedacht. Aber das hier, Pakistan und Indien, sind nicht Teil des NPT und das sind natürlich Nuklearwaffenstaaten. Das heißt auch, die haben sich weder zu Inspektionen verpflichtet, noch zur friedlichen Nutzung, noch zur Nichtweitergabe von Technologie.
Und wenn Sie die Nachrichten in den letzten Jahren beobachtet haben, dann wissen Sie zum Beispiel auch, dass ein signifikanter Teil des nordkoreanischen Atomprogramms, Nordkorea ist ausgetreten aus dem Vertrag, dass ein signifikanter Teil dieses Programms von Pakistan unterstützt wurde. Also pakistanische Zwischenhändler haben Technologie zur Entwicklung von Nuklearwaffen an Nordkorea weiterverkauft. Was sind andere Komponenten des internationalen Systems, um die Verbreitung von Atomwaffen zu unterbinden? Naja, wir haben also unterschiedliche Ansätze, ne? Sie haben zum Beispiel den Nichtverteidigungsvertrag, wo es darum geht, dass man überhaupt mal kontrolliert, wer an dieses Uran kommt. Sie haben allerdings auch andere, wie das sogenannte Zanger-Komitee, benannt nach seinem ersten Vorsitzenden, wo Staaten zusammenkommen, die alle über die nötige Technologie verfügen und die sich verpflichten, die eventuell zur Waffenentwicklung nutzbar zu machende Technologie nicht weiter zu verkaufen an andere. Also Deutschland zum Beispiel sitzt im Zanger-Komitee, ja, und auch in der Nuclear Suppliers Group und hat sich verpflichtet, wir verkaufen dann nicht an irgendwelche keine schattigen Drittweltstaaten irgendwelche Zentrifugen, die eventuell auch zur Hochanreicherung von Uran benutzen könnten. Ne? Oh, jetzt habe ich schon eins weitergeschaltet. Entschuldigung. Sie sehen, ne, ein weiteres Element ist die Kontrolle von Trägersystemen, hatten wir auch gesagt, also zu verhindern, dass da jetzt Staaten die nötige Raketentechnologie entwickeln können. Und wir haben, und damit kommen wir zur nächsten Folie, wir haben auch atomwaffenfreie Zonen eingerichtet. Das heißt, es gibt auf der Welt eine ganze Reihe von Verträgen. Sie sehen hier, es sind wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mittlerweile 9 regionale Verträge, die also eine Region definieren, in der alle Vertragsstaaten sich verpflichten, hier weder Nuklearwaffen zu haben, noch zu lagern, noch zu entwickeln. Und Sie sehen, ne, da ist der Weltraum jetzt dabei, ne? Also der Weltraumvertrag unterbindet das ganz ausdrücklich. Die Antarktis ist ebenfalls eine atomwaffenfreie Zone. Alle afrikanischen Staaten haben sich dazu verpflichtet, keine Atomwaffen zu entwickeln, Zentralasien auch und so weiter. Einer der Verträge, den Sie vielleicht interessant finden könnten, ist im 2+4-Vertrag, in dem damals die Wiedervereinigung geregelt wurde. Da stand unter anderem auch drin, um die damalige Sowjetunion Schrägstrich Russland am Verhandlungstisch zu halten, steht im 2+4-Vertrag drin, dass Deutschland in Ostdeutschland, also der früheren DDR, in Ostdeutschland und in Ostberlin keine Nuklearwaffen stationieren darf. Wir sind heute in so einem interessanten Zustand, wo wir in Westdeutschland Nuklearwaffen stationieren dürfen, aber wir dürfen die nicht über die Grenze zu Thüringen rüberfahren. Ja? Sie sehen, da sind einige ganz interessante Vertragskonstruktionen möglich, in der sich dann eben Regionen dazu verpflichtet haben, hier keine Nuklearwaffen zu haben. Jetzt könnten Sie berechtigterweise fragen, wenn wir jetzt wissen, was für eine unglaubliche Zerstörungsmacht diese Waffen haben und dass man diese Waffen im Grunde gar nicht wirklich einsetzen kann, gerade deswegen, weil sie so zerstörerisch sind, warum streben Staaten dann trotzdem danach, die zu haben? Die bisherigen Theorien bieten uns eine ganze Reihe von Erklärungen dafür an, warum das so ist, warum Staaten jetzt nach Atomwaffen streben. Geht es hier tatsächlich um Prestige? Also ist das einfach was halt so dazugehört? Geht es hier wirklich um Sicherheit? Also erwirbt man Atomwaffen tatsächlich, um die eigene Sicherheit zu erhöhen? So ein bisschen die neorealistische Überlegung. Und wir können auf der anderen Seite natürlich fragen, ne, sagen uns die Theorien irgendwas darüber, wie gut man jetzt Proliferation unterbinden kann oder wie gut das Regime funktioniert. Damit werden wir uns auf den nächsten paar Folien ein bisschen auseinandersetzen. Ich spiele das jetzt mal an drei Theorien durch, diese Frage, warum erwerben Staaten Atomwaffen? Und Sie werden sehen, die liefern da ganz unterschiedliche Antworten und erklären vielleicht auch unterschiedliche Fälle. Wir haben einmal den Neorealismus. Das ist wahrscheinlich die Theorie, die Ihnen als erstes einmal einfällt. Das ist immer so bisschen unsere Baseline, ne? Also unsere grundlegende Erklärung. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann schauen wir mal weiter. Neorealismus würde ganz klar sagen, logisch, das Streben nach Atomwaffen ist eine ganz rationale Erwiderung auf eine Sicherheitsbedrohung. Wenn Ihre Sicherheit bedroht ist und Sie streben nach Sicherheit, Sie wollen Ihren Staat bestmöglich beschützen, dann haben Sie ja immer die Wahl, ne, externes Balancing oder internes Balancing zu betreiben. Und Sie erinnern sich ja noch an den Unterschied. Externes Balancing heißt, Sie holen andere ins Boot,
um die Bedrohung abzuschrecken. Internes Balancing heißt, sie versuchen ihre eigenen Kapazitäten zu erhöhen, um die Bedrohung abzuschrecken. Und Atomwaffen sind ein super Mittel, sagen jetzt Neorealisten, sind ein super Mittel, um internes Balancing zu betreiben. Denn Atomwaffen haben den Vorteil, wenn sie einmal eine Atomwaffe haben, dann ist im Grunde völlig wurscht, was sie sonst für konventionelle Waffen haben. Sie könnten im Grunde auch ihr Heer, wenn sie mal eine Atomwaffe haben, könnten sie ihr komplettes Heer auch einmotten. Ihre Luftwaffe ist auch nicht mehr so wichtig, weil klar ist, sie kann keiner mehr angreifen, wenn mit atomarer Vergeltung zu rechnen ist. Ja? Das ist natürlich auch einer der Kernanreize, warum solche Staaten wie Nordkorea danach streben, weil sie wissen, dass sie natürlich mit nur ihrer Armee, in Anführungsstrichen, anderen Staaten, besonders machtvollen Staaten wie jetzt den USA zum Beispiel, unterlegen wären. Aber sobald man Atomwaffen ins Spiel bringt, verändert sich die Gleichung fundamental. Ne? Sie brauchen auch nicht 1000 Atomwaffen, um andere abzuschrecken. Sie sehen ja aktuell schon an der Situation zwischen USA und Nordkorea, natürlich wird da auf beiden Seiten, ne, ordentlich auf die Brust getrommelt, aber Sie sehen ja auch, dass Nordkorea dieses Spielchen mit, vielleicht bauen wir Atomwaffen und jetzt mal wieder ein Jahr lang nicht, weil wir Reis brauchen und jetzt machen wir sie wieder und vielleicht treffen wir euch oder wir treffen euch nicht. Das Spielchen machen die Nordkoreaner jetzt schon seit über 13 Jahren, ne? Oder seit mehr als einer Dekade, ohne dass die angegriffen wurden. Ne? Trotz dass natürlich der globale Hegemon der USA da ein Interesse daran hätte. Ne? Also Staaten streben nach Sicherheit und deswegen sind Atomwaffen hier ein nützliches Mittel, weil sie dann andere Kapazitäten nicht mehr so weit aufbauen müssen. Deswegen erwerben tendenziell Staaten Atomwaffen, die sich einer konkreten Bedrohung ausgesetzt fühlen. Hier als Beispiele, ne, Israel ist natürlich regional bedroht, unter anderem durch den Iran und umgekehrt. Ne? Nordkorea ist auch so ein Staat, der sich halt von Feinden umringt sieht. Wie kann jetzt hier Kontrolle funktionieren im Neorealismus? Da sagen Neorealisten, Kontrolle ist eigentlich gar keine so gute Idee. Kontrolle ist nicht nur nicht möglich, weil Staaten sich nicht an solche Verträge halten werden. Also, sie erinnern sich im Neorealismus, man kann ja Verträge unterschreiben, aber man muss sich nicht nötigerweise dran halten. Sondern die könnten sogar schädlich sein, denn es macht Gleichgewichtspolitik schwerer, wenn nicht alle an Atomwaffen kommen. Ich zeige Ihnen auf der nächsten Folie gleich noch, wie man das Argument so ein bisschen feiner machen kann. Also eine kontrollierte Weiterverbreitung von Atomwaffen ist gar nichts Schlimmes im Neorealismus, weil es die Welt stabiler hält, wenn sich alle gegenseitig glaubhaft abschrecken können. Gut, was sagt jetzt der Institutionalismus? Sie wissen ja noch, ne, Staaten sind zwar immer noch misstrauisch im Institutionalismus, aber die sind trotzdem zur Kooperation willig. Tendenziell erwarten wir hier aber, dass Staaten, die wenig interdependent sind, Atomwaffen erwerben. Sehen Sie ja noch, dass Interdependenz so ein Kernkonzept beim Institutionalismus ist. Also je enger Sie mit anderen verbandelt sind, je enger Sie ökonomisch, politisch, sozial mit anderen verwickelt sind, desto geringer ist die Chance, dass man sich gegenseitig in Konflikte verwickelt. Und deswegen müssen wir natürlich vor allem auf Staaten gucken, die am Rande des Staatensystems stehen und nicht so wirklich eingebunden sind in dieses System. Nordkorea ist da wiederum ein Beispiel, aber auch Südafrika war während der Apartheidszeit halt ein absoluter Paria auf internationaler Ebene. Mit denen wollte keiner reden, denen wurde das Stimmrecht in der UN entzogen, mit denen wollte niemand diplomatische Beziehungen unterhalten und so weiter. Und genau in der gleichen Zeit haben die auch ein Atomprogramm entwickelt. Ne? Wie kann jetzt im Institutionalismus Kontrolle, im Institutionalismus, ich darf nicht nuscheln, Kontrolle funktionieren? Naja, also wir müssen auf alle Fälle Institutionen schaffen. Wir müssen also für Staaten Berechenbarkeit schaffen, also Institutionen von Kontrolle und Überwachung, die es Staaten ermöglichen, sich gegenseitig zu trauen, also Staaten in eine kooperative Situation zu bringen. Im Konstruktivismus ist das jetzt wiederum eine andere Erklärung. Ich dachte gerade, wir wären im Telefon, das wäre jetzt schon spannend gewesen. Gut, Konstruktivismus haben wir jetzt einen ganz anderen Ansatz, ne? Also basiert sehr wenig auf diesen materiellen Faktoren hier, sondern basiert sehr stark auf Identitäten. Ein Paradebeispiel dafür ist Frankreich zum Beispiel. Hier geht es also darum, welche Staaten assoziieren ihre eigene Führungsrolle damit, dass sie Atomwaffen besitzen. Also Sie müssen sich überlegen, als Frankreich aus dem Zweiten Weltkrieg rauskam, da war Frankreich erstmal eine geschlagene Nation. Die waren von Deutschland geschlagen worden. Natürlich gab es eine Exilregierung, die sich auch beteiligt hat an der Befreiung, aber sie waren
geschlagen worden im Zweiten Weltkrieg. Sie verloren danach noch ihre Kolonien. Ne? Und dann hatten sie ein bisschen das gleiche Syndrom, was die Briten immer wieder mal so haben. Ne? Man verliert so ein bisschen den Status als wichtiges Land. Ja? Und es gibt mehrere historische Bücher, die also nachzeichnen, wie die französische Regierung den Status von dieser Grande Nation, ne, wir sind jemand, versucht hat, dadurch zu erhalten, dass man jetzt auch Atomwaffen besaß. Also Atomwaffen als ein Prestigeobjekt, Atomwaffen als Zeichen dafür, dass man angekommen ist in der Welt der mächtigen Staaten. Ja? So was Ähnliches könnte man auch im Fall Indien durchspielen. Ne? Sie wissen ja noch, Indien hat zwar auch eine lokale Sicherheitsbedrohung von Pakistan, aber Indien hatte die Atomwaffe 24 Jahre vor Pakistan. Die mussten also nicht wirklich eine atomare Bedrohung abwehren. Wie man hier Kontrolle schaffen kann, ist nur dadurch, dass man versucht, die Staaten dazu zu bewegen, ihre eigene Identität zu überdenken. Dass man also versucht, auf internationaler Ebene die Normen zu verankern. Man kann auch ein wichtiger Staat sein ohne Atomwaffen. Ja? Gucken Sie sich mal solche Staaten wie Deutschland an oder Japan. Ne? Die können auf der internationalen Ebene auch mitreden, sind auch wichtig, ne? Aber haben keine Atomwaffen. Und das als eine Vorbildfunktion dafür einzusetzen für andere Staaten, ist so eine der Ideen im Konstruktivismus. Jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, ne, ich will Ihnen das kurz mal durchspielen an einem Beispiel, den Artikel, den sollten Sie mal gelesen haben. Ein interessanter Artikel von 2012 von Kenneth Waltz, Sie wissen noch, ein Hauptvertreter des Neorealismus, der sagte, Why Iran should get the bomb. Also warum es eine gute Idee ist, dass der Iran die Atombombe haben darf. Er sagt jetzt 2012, ne, also das ist mittlerweile ein bisschen überholt, aber nicht so wahnsinnig. Er sagt, naja, also wenn man mit dem Iran über sein Atomprogramm verhandelt, gibt es drei mögliche Resultate. Entweder die geben ihr Programm tatsächlich auf oder die entwickeln Atomwaffenkapazitäten, aber nicht direkt die Waffen. Oder sie machen das ganz einmal bis zum Ende durch und entwickeln tatsächlich Atomwaffen. Und was jetzt Waltz sagt in seinem Artikel, der übrigens auch nicht lang ist und in den Sie deswegen mal reingucken sollten, der sagt jetzt, das destabilisierende Element im Nahen Osten ist nicht die Existenz des iranischen Atomprogramms, sondern es ist die Existenz des israelischen Atomprogramms. Die Tatsache, dass es da einen regionalen Akteur gibt, der Atomwaffen hat und alle anderen Länder drumherum haben die nicht, sagt Waltz, ist destabilisierender, als wenn es einen anderen Akteur in der Region gäbe, der auch noch Atomwaffen hat und der das ausbalancieren kann. Also bei ihm kommt das aus einer Balancing-Logik. Ne? Israel kann aktuell von seinen regionalen Widersachern nicht gebalanced werden und deswegen ist es eine instabile Situation. Für ihn heißt Abschreckung nämlich immer Stabilität. Also wenn sich Staaten glaubhaft gegenseitig abschrecken können, dann wird es stabil sein. Iran hat also nur so lange Angst vor Israel und kann deswegen vielleicht sich zu Konflikthandlungen hinreißen lassen, wie sie noch kein Atomprogramm haben. Wir müssen also dem Iran die Möglichkeit lassen, die Bombe zu erhalten, damit man die Situation im Nahen Osten stabilisieren kann. Wie gesagt, gucken Sie mal rein, ist ein interessanter Text, der auch deswegen, weil er mal durchspielt, wie man aus einer von diesen Theorien total logisch ableiten kann, warum es eine gute Idee ist, wenn mehr Staaten Atomwaffen haben, was für Sie und mich immer eher kontraintuitiv ist. Wir haben eine ganze Reihe Forschung, und darüber gehe ich jetzt nur kurz weg, eine ganze Reihe Forschung, die sich noch mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was erklärt denn eigentlich überhaupt so strukturell, systematisch, warum Staaten Atomwaffen erwerben? Da gab es zum Beispiel zwei Autoren wie Joe und Gartzke, die sich angeguckt haben, naja, also sie brauchen drei Dinge, also Staaten müssen drei Dinge erfüllen, damit wir glauben, sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie Atomwaffen haben oder entwickeln. Sie brauchen die technologische Fähigkeit. Sie brauchen die wirtschaftliche Kapazität und sie müssen sich tatsächlich bedroht fühlen. Sie sehen ja schon, wenn Sie das an so einem Fall wie Deutschland mal durchspielen, sehen Sie, wir erfüllen zwar Punkt 1 und 2, aber wir erfüllen Punkt 3 halt nicht so richtig. Wir haben keine echte regionale Bedrohung, oder hatten sie zumindest nicht für lange Jahre, keine echte regionale Bedrohung, die uns zwingen würde, so ein Programm zu entwickeln. Ob Sie jetzt allgemein ein Nuklearprogramm anfangen, hat vor allem damit zu tun, ob Sie das Know-how haben, aber ob Sie dieses Nuklearprogramm dann zu einem Nuklearwaffenprogramm ausbauen, hat vor allem mit Ihrer wirtschaftlichen Kapazität zu tun. Also ob Sie genügend Knete haben, um sowas zu finanzieren, denn solche Programme sind sündhaft teuer. Gut, der andere große Punkt, den man anführen könnte und den ich ja gerade in Deutschland für das Beispiel Deutschland schon gemacht habe, ist, es könnte ja sein, dass sich Staaten
immer dann Nuklearwaffen bereitstellen, wenn sie sich besonders bedroht fühlen. Also Nuklearwaffen sind nicht immer eine gute Idee, sondern sind vor allem dann eine gute Idee, wenn man glaubt, dass man extrem stark bedroht wird oder wenn man stark von vielen oder einem starken anderen Akteur bedroht wird. Und wenn wir das mal an einigen der Fallbeispiele durchmachen, durchspielen, dann sehen wir, es funktioniert eigentlich so halbwegs gut, ne? Also hier, der Iran fühlt sich durch Israel bedroht und natürlich durch die USA. Ne? Der Iran war ja damals schon in der Achse des Bösen dabei. Südafrika, wie ich es ganz am Anfang der Vorlesung mal sagte, ne, fühlte sich während der Apartheid immer wieder mal bedroht von anderen Staaten. Südafrika hatte eine ganze Weile Gebiete in Namibia besetzt, die dann unter anderem die Sowjetunion und Kuba zurückholen wollten für Namibia. Ne? Also das waren so eine der seltsamen Staatskonfigurationen im Kalten Krieg. Nordkorea, logisch, ne, haben nicht nur die USA direkt vor ihrer Haustür stehen, sondern auch alle möglichen amerikanischen Verbündeten wie Südkorea und Japan. Und Indien, logischerweise, fühlt sich auf alle Zeiten bedroht von seinem unmittelbaren Nachbarn Pakistan. Auch wenn die alle das gleiche essen irgendwie, ist das für die Bedrohungswahrnehmung leider nicht maßgeblich. Indien fühlte sich in den frühen Jahren vor allem von China bedroht. Ne? Sie erinnern sich, China hatte schon früher eine Atombombe, nämlich 64, und ist ja ein direkter regionaler Nachbar von Indien und dann später aber auch durch Pakistan. Das heißt also die Antwort, naja, sie entwickeln wahrscheinlich Atomwaffen, weil sie sich bedroht fühlen, ist keine schlechte Antwort, auch wenn das manchmal zu etwas seltsamen Auswüchsen führt, wie denen, dass es immer mal wieder diplomatische Zwischenfälle gibt, zum Beispiel wie hier zwischen Pakistan und Indien, wo die indische Seite pakistanische Tauben konfisziert hat, die über die Grenze kamen und sinistre Dinge taten, ja. Wie auch immer das Tauben tun, sehen Sie an dem Beispiel zumindest, dass die Bedrohungswahrnehmung natürlich nicht immer exakt identisch ist mit der real existierenden Bedrohung. Sie können sich stark bedroht fühlen, auch wenn da vielleicht nichts dahinter steckt. Es kann Sie aber trotzdem dazu verleiten, so ein Atomprogramm zu bauen. Wie könnten Sie, und das ist jetzt schon meine letzte inhaltliche Folie, deswegen geben Sie mir die letzten 4 Minuten noch, wie könnte man jetzt generell, also in so einer Welt, in der es multiple Motivationen gibt dafür, sich Atomwaffen zuzulegen und in der Nichtverbreitung schwierig ist durchzusetzen, wie kann man allgemein hier versuchen, eine weitere Proliferation zu verhindern? Na, wir könnten einmal einfach versuchen, Sicherheitsgarantien auszubauen. Also das Europa stand lange Jahrzehnte unter der Sicherheitsgarantie der USA. Da war es also für Deutschland nicht so wichtig, eigene Atomwaffen zu entwickeln, weil man wusste, man hatte andere alliierte Mächte, Frankreich, Großbritannien und die USA, die alle eigene Atomkapazitäten haben. Und wie Sie sich auch vorstellen könnten, auch nach Brexit haben wir ja immerhin die französischen Atomwaffen. Also die EU hat weiterhin atomare Kapazitäten, was das angeht. Wir könnten auch versuchen, internationale Sozialisation stärker zu betreiben. Also zu versuchen, durch Kampagnen, das könnten auch nichtstaatliche Kampagnen sein, stärker das Bewusstsein international zu verankern. Um einen Führungsanspruch wahrzunehmen als Staat, muss man nicht zwingend Atomwaffen haben, sondern man kann so einen Führungsanspruch auch anders vertreten. Das funktioniert natürlich dann nicht so richtig, wenn Sie sich regional stark bedroht fühlen, ne? Dann haben Sie vielleicht andere Anreize, das doch noch zu machen. Und wir könnten natürlich nukleares Management stärker ausdehnen. Also die Staaten, die existierenden Staaten und die, die eventuell Proliferation betreiben könnten, stärker einbinden in schon existierende Strukturen von Management, Lagerung, Abrüstung und Ähnlichem. Also die Stärkung von internationalen Institutionen. Das heißt also, wir haben hier immer ein Dual-Use-Dilemma, ja? Und wir haben auch immer Nuklearwaffen als Problem internationaler Sicherheit. Das wird auch nicht weggehen, logischerweise. Die Arsenale haben zwar abgenommen, aber von null sind wir sehr, sehr weit weg. Und alles auf null zu fahren, davon gibt es zumindest von den Großmächten, von der Seite der Großmächte her keine Anreize. Und der zunehmende technologische Fortschritt macht es immer schwerer, die Weiterverbreitung zu kontrollieren. Wir müssen also immer weiterbauen an diesen internationalen Institutionen, die das Ganze kontrollieren. Alles klar, dann sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit dieses Jahr. Frohe Weihnachten und wir sehen uns im Januar.
sind die das entscheiden? Könnte man